Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Als erstes möchte ich euch gerne einladen, unter dem Video in den Kommentaren mal so ein bisschen zu sammeln, wie ihr jetzt eigentlich aktiv die Zeit zu Hause nutzt. Weil wir haben, also viele von uns, nicht alle, viele von uns haben einfach gerade mehr Zeit als sonst. Und diese Zeit kann man auch wunderschön effektiv für sich nutzen. Also die muss man nicht damit verbringen, alles auf Instagram sich anzuschauen, YouTube-Videos zu gucken, obwohl es auch gut sein kann, oder vor dem Fernseher zu hängen, sondern die kann man auch mal wieder aktiv nutzen, um Dinge für sich zu tun. Also ich habe mir da zum Beispiel tatsächlich so eine kleine Liste angelegt, sowohl natürlich auch, was ich alles mit den Kindern machen kann, aber auch, was ich in der Zeit jetzt machen kann. Und da stehen zum Beispiel so Sachen da drauf, dass ich auch mal wieder ein bisschen was basteln möchte, nur für mich. Das habe ich als Kind super, super gerne gemacht und das möchte ich einfach auch wieder öfter machen. Und ich möchte mir die Zeit nehmen zum Singen und zum Tanzen. Und ich möchte mir auch die Zeit nehmen, mich wieder ein bisschen mehr mit mir zu beschäftigen. Nicht nur durch Meditation, durch Yoga und durch Tai Chi, sondern auch, indem ich ein bisschen Journaling betreibe. Ich hatte euch in ein paar vorangegangenen Videos da schon mal zwei Bücher vorgestellt, die sehr toll sind. Und jetzt habe ich mir noch was Neues zugelegt, und zwar ein Set. Das besteht aus diesen zwei Teilen. Wir fangen mal damit an. Das ist die Reihe Entdecke Dich von Elena Brower und das ist hier das Kartenset dazu. Das sind 54 inspirierende Karten für jeden Tag und die sind so, so wunderschön gestaltet. Da gibt es auch so einen Aufsteller dabei, den habe ich hier stehen. Das ist so ein Aufsteller, Buch. Der ja jetzt nicht so stabil ist, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Und da kann man immer die Karte, die man an dem Tag gezogen hat, da aufstellen und sich hinstellen. Das finde ich so, 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 so schön. Die steht auf unserem Esstisch. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel die Karte, das ist mein Gebet um Vertrauen in mich selbst. Also das Kartenset ist so schön gestaltet. Das ist echt eine Freude, das durchzublättern, sich da eine Karte zu ziehen und die dann halt auch aufzustellen, weil die so schön sind. Und ich lese euch hier das einmal vor. Entdecke dich jeden Tag neu. Manchmal ist nur eine einfache Frage, ein kurzer Moment des Innehaltens oder eine Bewegung nötig, um all die Weisheit, Kraft und Kreativität zu erwecken, die in uns schlummert. Dieses liebevoll gestaltete Kartenset hat kein geringeres Ziel als mit Meditationen, Anregungen zum Schreiben, Bewegungsübungen, Gebeten und vielen weiteren Inspirationen dein gesamtes inneres Potenzial zu befreien. Die bekannte Autorin und Yogalehrerin Elena Brower hat einen praktischen und wirkungsvollen Weg entwickelt, wie du dich selbst entdecken, fördern und dein inneres Gleichgewicht finden kannst. Dieses Kartenset kann sowohl allein als auch in Kombination mit dem Entdecke-Dich-Journal der Autorin angewandt werden. Und das ist halt das Schöne, es ist so ein vielseitiges Kartenset. Es ist nicht so wie meine Weisheitskarten, die da oben stehen, wo ich eine bestimmte Frage habe und mit der Karte dann eine Antwort finden kann, sondern es ist halt auch so, dass ich dann aktiv auch etwas tun kann, wofür wir ja jetzt ein bisschen vermehrt Zeit haben. Und dann habe ich halt noch, das hatte ich übrigens als erstes entdeckt, in einer Zeitschrift hatte ich das gesehen und dann erst habe ich gesehen, dass es auch ein Kartenset dazu gibt. Und zwar ist das das Entdecke Dich, das Achtsamkeitsjournal. Das ist auch relativ dick. Und in der Zeitschrift, die ich gelesen hatte, waren einige Seiten davon abgedruckt. Und ich war einfach so begeistert von den Illustrationen und wie schön das war, dass ich das unbedingt brauchte. Und was mir gut gefällt, es ist quasi so ein angeleitetes Journal. Ich habe euch letztens in einem Vlog auch mein Journal gezeigt, was auch super schön illustriert ist, aber quasi Blanko-Seiten hat, also wo ich selbst Fragen beantworte oder über bestimmte Themen schreibe. Und hier ist das quasi wie angeleitet. Also hier werden Themen und Fragen vorgegeben, mit denen ich mich dann beschäftige. Schreiben, Nachdenken, Träumen. Dies ist eine Einladung, zu dir selbst zu finden, zu deinem Strahlen, deinen Ritualen, deinem Mut, deiner Klarheit, deiner Kraft. Deiner Bestimmung, deiner Stärke, deiner Sanftmut, deiner Anpassungsfähigkeit, deiner Akzeptanz, deiner Ausdauer, deiner Vortrefflichkeit. Das Buch ist übrigens aus, oder das Kartenset auch, aus dem Irisiana Verlag.
Und ich würde jetzt einfach mal so ein paar Seiten aufblättern. Also das Ganze ist auch unterteilt in, ich muss gerade mal gucken, wie viele Kapitel. Weiß gar nicht, ob das hier steht. Auf jeden Fall beginnt jedes Kapitel mit einer Meditation und hat jeweils ein bestimmtes Thema. Und hier geht es zum Beispiel um das Thema Verkörpern. Das heißt, man hat auch so einen Teil zum Lesen. Also es gibt immer so ein bisschen Input dazu. Das ist alles so schön gestaltet. Und auch wunderschöne Sprüche. Und dann hat man zum Beispiel hier ein... Das sieht einfach so wunderschön aus, oder? So liebe ich meinen Körper. Oder dann hier auf der nächsten Seite, so fühlt sich mein Körper nach der Meditation an. Kann man das dann auch mal schreiben, was sich da auch so verändert. So fühlt sich meine Mitte an. Dann hat man hier zum Beispiel das Thema Liebe. Und dann hier, so schenke ich Liebe, so empfange ich Liebe. Das ist einfach so schön. Wir müssen mal in das Gelb gehen. Sieht auch so geil aus. Wo ist denn das Gelb? Ah, hier vorne. Da gibt es auch so schöne Sachen. Guckt euch mal bitte an, wie wunderschön. Hat man auch einfach Bock, da reinzuschreiben. Das sind meine guten Wünsche für alle Mütter und Väter. So stelle ich die Harmonie wieder her. Ich beginne mit Vergebung und ende mit Mitgefühl. Kann man das auch hier so eintragen. Also, oh, ich liebe das so sehr. Einfach die Gestaltung, die Farbgebung, das macht so viel Lust, da einfach einzutragen, damit zu arbeiten, sich damit weiterzuentwickeln. Ist das nicht wunderschön? Also ich bin total, total begeistert und möchte euch das deswegen sehr, sehr gerne ans Herz legen. Vielleicht auch jetzt gerade in dieser Zeit, vielleicht geht es euch auch nicht so gut. Also mir ging es die ersten Tage echt gar nicht gut damit. Und jetzt habe ich aber wieder was gefunden, weil ich diese mehr Zeit, die ich jetzt einfach habe, für sowas nutzen kann, wofür ich mir im Alltag halt einfach keine Zeit genommen habe. Ich verlinke euch sowohl das Journal als auch das Kartenset unten in der Infobox und schreibt, wie gesagt, jetzt gerne mal in den Kommentaren, wie ihr die Zeit jetzt für euch nutzt, was ihr vielleicht gerade jetzt für euch tut, um einfach auch die anderen so ein bisschen zu inspirieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!